Hallo Freunde des Cam-Betting, hier ist der Callcenter Kascha und heute präsentiere ich euch einen Anruf, den Bad Luigi erhalten hat. Wie ihr inzwischen wisst, hat er keinen eigenen Kanal und daher sollte ich euch dieses Video vorstellen. Wie so häufig hat die Firma sich als ganz großer Player am Finanzmarkt vorgestellt. In der zugesendeten E-Mail stellte sich dann heraus, dass sie von GIS Capital ist. Hört euch den Spaß an, wie immer nach dem Intro. Mein Name ist Emily Wagner. Sie sprechen mit der Accountmanagerin vom Finanzmarkt. Können Sie sprechen? Ich kann sprechen, ja. Habe ich gelernt. Okay, Herr Logisch. Ich sehe, Sie waren interessiert, ein Handelskonto zu eröffnen, ja? Ja. Um einen Handel zu machen. Ja. Ist das richtig? Das ist völlig richtig. Ja, und können Sie mir sagen, warum haben Sie noch nicht Ihr Konto aktiviert in diesem Fall? Nö, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, welche Firma Sie sind. Ja, Sie haben sich bei uns vor 2 Monaten sich angemeldet. Ihr Konto ist schon registriert, aber noch nicht aktiviert, ja? Ihre Firma heißt uns. Oder wie heißt Ihre Firma? Habe ich das richtig verstanden? Binance. Okay. Binance. Ah, okay. Okay. Ja, und sagen Sie mir bitte, sind Sie schon informiert oder nicht? Nö, ich bin völlig uninformiert. Aber wissen Sie überhaupt, wie Trading funktioniert? Nee, auch nicht. Sag ich ja, ich bin völlig uninformiert. Ich bin die völlige Jungfrau. Ach so, Herr Rogers, ja. Trading ist ein Prozess, wenn Sie kaufen irgendwelche Waren und verkaufen für teuren Preis, ja? Kaufen für billiger Preis und dann verkaufen für teuren Preis. Und Sie verdienen mit diesen Unterschieden. Nochmal bitte? Ich sag, das hört sich ja simpel an. Billig kaufen, teuer verkaufen. Ja, ich meine, Sie zum Beispiel kaufen Teil von Kryptowährung, Bitcoin oder Ethereum oder Solana für 250 und verkaufen für zum Beispiel 500. Okay. Und Sie verdienen etwa 250, ja, Unterschied. Okay. Und um dieses Prozess zu machen, dieses Prozess heißt Trading oder Investment oder Onlinehandel, ja? Ja. Und Onlinehandel zu machen, Sie müssen haben ein Handelskonto auf irgendwelche Handelsplattform. Und wir bieten an eine Webplattform, Börseplattform, wo können Sie das machen, ja? Gibt das auch eine Liebe-Plattform? Ich möchte lieber eine Liebe-Plattform. Ja, ich möchte lieber eine Liebe-Plattform. Ich möchte keine böse Plattform. Lieber eine Liebe-Plattform. Gibt das sowas auch? Böse Plattform und welche haben Sie gesagt? Ich möchte eine Liebe-Plattform. Ich möchte keine böse Plattform. Nur eine Liebe-Plattform möchte ich. Keine böse. Aber auf Liebe-Plattform, was können Sie machen? Ja, weiß ich nicht. Sie sagen, das geht auf einer böse Plattform. Ich möchte keine böse. Ich bin ein lieber Mensch. Ich möchte eine liebe Plattform, keine böse Plattform. Okay, noch eine Frage, ja? Möchten Sie Trading machen? Ich meine, Online-Handel machen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Habe ich großes Interesse dran. Ja. Ja, und um Trading zu machen, Sie müssen haben ein Handelskonto. Habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Und Handelskonto wird nur auf Handelsplattform. Verstehen Sie das, ja? Ja, Handelsplattform verstehe ich auch, aber Sie haben vorher noch was anderes gesagt. Böse Plattform oder so haben Sie doch gesagt. Ja, okay. Handelsplattform. Handelsplattform, keine unterschiedlich, ja? Okay. Sogenannte Webplattform, Online-Plattform, ja? Ja. Wo können Sie online kaufen und verkaufen machen, ja?
und dieses Prozess Trading zu machen. Und Kunden zu aktivieren, sie müssen machen Startkapital. Richtig? Weiß ich nicht, wenn Sie das sagen. Ich weiß ja, das nicht, ich kenne mich Konto nicht aus. Ist schon, ja, Ihr Konto ist schon registriert bei uns, Herr Logis. Mit E-Mail-Adresse, einen Moment. bookroger@freenetmail.de, aber noch nicht aktiviert, ja? Passen Sie auf, und, nehmen Sie mal eine, hören Sie mal, nehmen Sie mal eine andere E-Mail-Adresse, die ist nicht mehr so richtig. Okay, nochmal bitte, bookroger@freenetmail.de. Ja, die ist nicht mehr richtig, nehmen Sie mal eine andere bitte. Soll ich Ihnen die diktieren? Okay, bitte. Heinrich 2 Heinrich O, ja. O K O P F und dann 2000. Nochmal bitte, Franz. Nein, am Anfang bitte. Heinrich Froh. Heinrich 2 Otto Kaufmann Otto Paula Friedrich 2000 und dann @gmx.de. Okay, ich habe das verstanden. Herr Roges, noch eine Frage. Vielleicht haben Sie WhatsApp? Nein. Unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp oder nicht? Nein, WhatsApp benutze ich nicht. Da hört der Amerikaner mit. Der Amerikaner ist böse. Nein, höre ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Okay, alles klar, aber sagen Sie mir bitte, Herr Roges, wissen Sie über Finanzanalytiker oder über automatisiertes System? Nein, sag ich ja, ich bin wie die Jungfrau, ich habe da keine Ahnung von. Aber sowieso haben Sie sich angemeldet. Ja, weil ich mal damit eventuell Geld verdienen wollte und da stand ja nichts, dass das so schwierig sein soll oder so. Steht ja nichts. War ja nur eine Werbung. Machen Sie sich keine Sorge. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Wie können Sie das machen? Zusammen mit Finanzanalytiker oder allein mit automatisiertem System, ja? Wenn Sie haben keine Erfahrung, dann Sie können anfangen mit Finanzanalytiker zusammenzuarbeiten, ja? Ja. Und dann Sie können weiter mit automatisiertem System zusammenarbeiten. Unser Finanzanalytiker hat schon große Erfahrung in diesem Bereich und er analysiert den Markt jeden Tag und arbeitet 5 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und außerdem Moment, ich habe nochmal, Sie sagten eben 5 Tage die Woche, 24 Stunden arbeitet er? Ja, ja. Alter Falter, der ist aber fit, denn braucht er gar keinen Schlaf? Macht er keine Pause? Ich meine, nein, er arbeitet nicht alles 24 Stunden am Tag. Ich meine, er ist erreichbar 24 Stunden am Tag. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit? Ja, Sie können telefonisch sprechen oder per E-Mail oder per WhatsApp. Ja, WhatsApp habe ich ja nicht. WhatsApp habe ich ja nicht, habe ich ja gesagt. Ach so. Ja, natürlich. Im E-Mail, ja? Ja. Dann, unsere Finanzen, wie ich gesagt habe, wird Ihnen einen Finanzplan, Finanzstrategie erstellen und er wird geben Ihnen sogenannte Signale, wo können Sie investieren und wann können Sie investieren und mehr Profit machen, ja? Ja. Und die zweiwöchige Probezeit Zusammenarbeit mit Finanzanalytiker ist kostenlos. Ab zweiten Woche, ja, er wird nehmen bis 8% aus Ihrem Gewinn. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie machen 1.000 Profit pro Monat, er wird nehmen 160 Euro als einfach Lohn, ja. Und okay. Zweites Möglichkeit ist automatisiertes System. Das ist ein Roboter, der selbstständig Geschäfte macht. Und er macht etwa 100 Geschäfte pro Minute für das gesamte Plattform
Und diese Roboter macht das vollständig selbst, automatisch und nonstop. Ja, das heißt, er kauft irgendwelche Waren und verkauft vollständig selbst. Und automatisch nonstop, ja? Ja. Und ja, dieser Boot ist für diejenigen geeignet, die nicht viel Zeit aufbringen können. Ja, es dauert maximal 15 bis 20 Minuten pro Tag. Sie werden einfach ein App oder per Linux öffnen oder ein App herunterladen. Und sie müssen einfach checken, überprüfen, wie alles geht, wie alles läuft, wie viel Profit machen sie pro Tag, ja? Ja. Sie müssen stabil ein Form haben. Ja, natürlich, Sie können diese automatisierte System verbinden. Aber wenn Sie möchten Großprofit machen, ja, natürlich, Sie können mit Finanzanalytikern zusammenarbeiten, ja. Und ich muss sagen, unterschiedlich ist inzwischen zwischen diesen beiden Optionen einfach im Gewinn. Der Gewinn mit Finanzanalytik beträgt bis 280% und der Gewinn mit automatisiertes System beträgt bis 150%, ja? Ja. Und warum? Weil Finanzanalytik wird Ihnen Finanzplan erstellen, außerdem er wird Risiko minimisieren und sogenannte Signale geben, wo können Sie investieren und mehr Profit machen. Und außerdem wird unterstützen Sie auf alle Ihre Fragen, ja, er wird helfen Ihnen. Ja. Und Sie werden zusammenarbeiten. Wenn Sie verdienen, dann verdient unsere Finanzanalytiker, dann verdienen wir, ja? Ja. Und ja, es gibt zweiwöchige Probezeit für gesamte Zusammenarbeit. Das heißt, Sie können einfach beobachten und ausprobieren, wie alles läuft, wie alles läuft. Kleinen Moment mal eben, ich muss eben mal einen Schluck trinken, ich kann nicht so schnell zuhören. Und nochmal bitte? Kleinen Moment, ich muss einen Schluck trinken, ich kann nicht so schnell zuhören, wie Sie reden. Ach so, ja, natürlich, jetzt, ich kann warten, kein Problem. Jetzt habe ich was getrunken, jetzt können Sie weiterreden. Okay, ja, wie ich gesagt habe, es gibt zweiwöchige Probezeit für das gesamte Zusammenarbeit, ja? Einfach zu beobachten, zu ausprobieren, wie alles läuft, wie alles funktioniert, wie können Sie mit unserer Finanzanalytiker zusammenarbeiten oder mit automatisiertem System. Und dann, nach zweiwöchiger Probezeit, Sie können entscheiden, was passt Ihnen am besten. Ja? Ja. Und außerdem, es gibt Bonussystem, aber zuerst, ich muss sagen, welcher Betrag haben wir, ja? Wir bieten drei Kontotypen zur Auswahl, mindestens 250, und dann geht 500 und 1000. Und Bonussystem. Bonussystem zeigt, dass Sie können investieren 250, Testkapital, und dann bekommen Sie 50 Euro als eine Unterstützung bei unserer Seite, ja? Und die, in diese zweiwöchige Probezeit, Sie investieren unser Bonus und dann Sie investieren Ihr eigenes Geld. Einfach zu beobachten, ja, wie alles läuft. Und für Betrag 500, Sie bekommen 150 und für Betrag 1000, Sie bekommen 200 Euro, ja? Ja. Und endlich, Sie werden haben 1200 Euro auf Ihrem Handelskonto. Ja. Ja. Trinken Sie auch und mal einen Schluck. Sie mir bitte, Herr. Trinken Sie auch mal einen Schluck. Sie müssen sich ja, trinken Sie mal einen Schluck. Sie müssen sich ja dauernd räuspern. Also nein, ich möchte nicht trinken. Einfach, ich bin krank. Nicht krank, ich meine, ich habe irgendwelche Probleme mit zu reden, ja? Ja, einfach. Aber ja, das kenne ich, das kenne ich. Wenn man viel redet, dann hat man das, ja. Manchmal. Nee, okay. Passen Sie, ja, dann erzählen Sie mal weiter. Sagen Sie mir bitte, Herr Rogel, ich habe alles. Ja. Okay, dann habe ich noch mal eine Frage. Ja, ich habe einen kleinen Moment. Ich habe dann mal eine Frage. Ihre Firma war jetzt Bison FX, richtig? Nochmal bitte? Ihre Firma war jetzt Bison FX, richtig? Binance. Ach so, okay, Binance. Ja, wo sitzt Ihre Firma? Wo ist Ihr Handelssitz? Ja, unser Hauptsitz ist in London. In London? Ja,
Und, aber, und Sie, Sie rufen ja jetzt auch gerade aus London an oder von wo rufen Sie an? Nein, ich rufe Sie von Deutschland. Sie rufen mich von Deutschland an? Ich meine, ja, unser Office, wir haben Filialen ja in Deutschland. Und wir rufen Sie an mit deiner Nummer. Ja, es kann sein, dass wir rufen Sie an Österreich. Aber das ist deine Nummer. Eine geile Nummer? Eine geile Nummer mache ich nicht wissen mit Ihnen. Sie sind hier beim verheirateten Mann gelandet. Da können wir doch jetzt nicht über geile Nummern reden. Ich meine, wir sitzen im Callcenter, ja? Und wir rufen mit deiner Nummer, das heißt, wir rufen mit Internet, nicht mit dem Handy. Wir rufen mit Internet. Achso, und dann kriegt man egal welche Nummer oder wie sieht das aus? Das verstehe ich nicht. Das erklären Sie mir mal. Ja, Sie können, das ist einfach, Sie können nicht mehr zurückrufen. Ja, das weiß meine Unterhose, dass ich nicht zurückrufen kann. Nee, aber ich verstehe nicht, dass Sie in Deutschland sitzen und eine österreichische Vorwahlnummer haben. Ja, genau, weil wir rufen Sie mit dem Internet, nicht mit dem normalen Nummer. Ja, aber das kann man ja so einrichten, dass man denn trotzdem eine deutsche Nummer hat. Oder nicht? Geht das nicht? Nicht, leider nicht. Ach so. Leider nicht. Nee, okay. Gut. Ja. Also Sie sind englischer Hauptsitz und eine deutsche Filiale. Richtig? Ja, genau. Sind ja, Sie denn, ich weiß das von meiner Hausbank, die ist in Deutschland ja ortsansässig und die wird reguliert von so einem Finanzunternehmen, also von so einer Finanzbehörde. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie das heißt. Werden Sie auch überwacht und kontrolliert oder sind Sie nicht registriert? Ja, natürlich. Wir haben schon registriert. Es gibt auch Lizenz auf unserer Website. Ja, wo sind Sie lizenziert? Wo sind Sie lizenziert, wenn ich fragen darf? In London, of course. Natürlich, ja. In Großbritannien. In London und Sie sind auf Kurs? Sind Sie auf dem Schiff? Oder was war jetzt mit wieso haben Sie gesagt auf Kurs? Sind Sie auf dem Schiff? Weil ein Schiff ist auf Kurs. Ja, Herr Rogers, wissen Sie, alle unsere Papiere, ich meine Dokumente, wissen Sie oder irgendwas anderes, Sie können den direkt auf unserer Website und checken, ja? Ich kann jetzt gerade nicht so schnell ins Internet gehen, weil ich gerade noch im Auto sitze, aber das hört sich ja immer so wahnsinnig interessant an, was Sie mir erzählen. Ich möchte wissen, wo sind Sie lizenziert und registriert, wenn Sie in England registriert sind oder Sitz haben? Bei welcher Behörde sind Sie registriert? Ich kann nicht sagen direkt, ich muss das sehen auf unserer Website, okay? Ja, dann gucken Sie sich das an und sagen es mir, würde ich sagen. Okay, einen Moment, bitte. Ja, lassen Sie sich Zeit, ich habe eine Stunde noch Zeit. Und trinken Sie bitte einen Schluck. Ich muss immer, wenn Sie sich kreuzen, muss ich was trinken. So, geht weiter. Ich kann wieder hören. Ich habe was getrunken. Nochmal bitte? Sie können weiterreden. Ich habe was getrunken. Jetzt kann ich wieder hören. Ach so, okay. So. Sind Sie noch da? Hallo? Hallo, ich suche das. Ja, aber machen Sie sich nicht lautlos. Das ist sehr unhöflich. Wenn Sie das machen, dann ist für mich das Gespräch beendet. Sowas mag ich nicht, wenn sich jemand lautlos schaltet. Ja? Nochmal bitte. Herr Rogers, ich höre Sie gar schlecht. Sie sind unterwegs jetzt, ja? Ich bin im Auto unterwegs, ja, aber ich höre Sie gut. Nur machen Sie sich nicht lautlos oder stumm, das mag ich nicht haben. Dann beende ich das Gespräch. Das finde ich nicht höflich.
Der Gesprächspartner, ich meine, dass der Gesprächspartner am Telefon zu verbleiben hat. Und wenn er eine Frage hat, dann kann er die gerne an einen Kollegen stellen. Aber dann will ich das mithören. Das zeugt nicht von Inkompetenz, sondern das zeugt einfach von Höflichkeit, wenn man so etwas macht. Man lässt seinen Gesprächspartner nicht im Regen stehen und macht sich lautlos. Das tut man nicht. So. Jetzt suchen Sie gerne weiter. Ich würde gerne wissen, wo Sie registriert sind. Ja, Herr Rogers, machen wir einfach so. Sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse nochmal. Ich werde alle diese Dokumente schicken und Sie können das sehen. Ja, es wäre gut, wenn Sie... Sie können mir das gerne sagen. Sie können mir das gerne sagen. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis. Ich merke mir das, bis ich zu Hause bin, wo ich suchen muss oder wo ich gucken muss. Sagen Sie mir nur, bei welcher Behörde sind Sie in England registriert? Das ist die einzige Frage, die ich jetzt aktuell habe. Ja, natürlich. Einen Moment, ich suche das. Ja, machen Sie das. Machen Sie sich nicht lautlos! Hier habe ich das Gespräch dann beendet. Aber es folgt ein zweiter Teil. Sie rief nochmal an. Ja. Ja, okay? Ja. Können Sie sprechen? Ich kann sprechen, habe ich gelernt, ja. Also, ja, Herr Ruges, ich habe das gefunden, ja, in unserer Website. Wir haben registriert auf der Adresse 200 Aldersgate, steht Barbican, ja, in London. Ja, das habe ich aber nicht gefragt. Ihre Adresse habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, bei welcher Behörde Sie registriert sind. Verstehen Sie das, den Unterschied? Nochmal bitte, ich rufe Sie ganz schlecht. Ja, ich habe gefragt, bei welcher Behörde Sie registriert sind. Die deutschen Banken sind von einer Finanzbehörde, werden die reguliert und kontrolliert. Wo werden Sie reguliert und kontrolliert? Herr Rogers, einfach verstehen Sie bitte, ja? Wir sind nicht Bank, wir sind Finanzmarkt. Ja, also sind Sie nicht reguliert? Genau. Oh. Wir arbeiten vollständig online. Ja, und online und ohne Register. Das heißt, keine Finanzbehörde überwacht Sie. Ja, kleinen Moment mal eben. Ich kriege auf meinem anderen Telefonat gerade einen ganz wichtigen Anruf. Da muss ich eben rangehen. Kleinen Augenblick. So, jetzt bin ich wieder da. Das war ein Privatgespräch. Da durften Sie eben leider nicht mithören. Das geht nicht. Gut. Alles so. Klar, also, bei welcher Behörde sind Sie reguliert und registriert? Das interessiert mich. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind nicht registriert bei irgendwelcher Behörde. Ja? Ja, wir sind nicht Bank, wir sind Finanzmarkt. Ja, ja, dann tut es mir leid, dann werde ich aber mit Sicherheit bei Ihnen kein Geld einzahlen. Weil dann ist das ja total unsicher, Ihr System. Dann kann ja kein Mensch nachvollziehen, ob Sie irgendwelche Schwarzgeldgeschäfte, Betrügereien oder sonst irgendwas machen. Also dann tut es mir leid, dann habe ich kein Interesse am Handel mit Ihnen. Ja, ich habe das verstanden. Aber Herr Rogen, sagen Sie mir bitte, Sie müssen verstehen, ja, zurzeit ist der aktuell Online-Handel zu machen, ja? Und wenn Sie möchten online Geld verdienen, dann ist es egal, ist das von Bank registriert oder nicht. Nein, ja, das sehe ich, pass auf, das sehe ich ein bisschen anders. Wenn ich bei einer regulierten und registrierten Bank arbeite, dann habe ich einen ganz strikten Ansprechpartner, den ich schütteln kann, wenn mit meinem Geld was passiert. Dann werden die Banken überwacht, dass die keine hochspekulativen oder gefährlichen Transaktionen vornehmen und das Geld auch nicht einfach verschwindet. Passen Sie auf, Sie rufen mich hier an. Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, wo Sie sitzen. Und Sie wollen jetzt mein sauer verdientes Geld haben. Und ich weiß gar nicht, wem ich das gebe.
Verstehen Sie? Ja, Herr Roges, einfach, ja, weil Sie werden ein Handelskonto eröffnen. Dieses Handelskonto wird mit Ihrem normalen Bankkonto verbindet. Gut, passen Sie auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie machen jetzt Folgendes. Meine E-Mail-Adresse haben Sie verstanden oder brauchen Sie die nochmal? Ja, können Sie mir bitte nochmal das wiederholen? H wie Heinrich. Mhm. 2 wie die 2. Mhm. O wie Otto. Mhm. K wie Kaufmann. Mhm. O wie Otto. Mhm. P wie Paula. Mhm. F wie Friedrich. Mhm. Und dann die 2000, also 2 und dann die 3 mal die 0. Mhm. Dann das Ad. Mhm. Dann G wie Gustav. Gustav. G wie Gustav, genau. Also, ja. Und dann M wie Martha. Mhm. Und X wie Xantippe. Mhm. So, was haben Sie da jetzt stehen, wenn ich fragen darf? Nochmal, wiederholen Sie bitte nicht mit eigenem Buch, Buchen, sondern ganz Wort, ganz E-Mail-Adresse. H2O Kopf 2000. Können Sie mir sagen, H, Heinrich, dann geht welche? 2, wie die 2. Einer mehr als 1 und einer weniger als 3. Die Zahl dazwischen ist die 2. 2. H-C-O-K-2000. 2. Kennen Sie die Ziffer 2? Die folgt nach der 1 und vor der 3. H-2-O-K-2000-mail.com. Jetzt haben Sie es. Jetzt haben Sie ihn. Genau. Den H2O-Kopf, genau. Oh. Wunderbar. Da schicken Sie mir jetzt bitte einmal Ihre Firmendateien hin oder Ihre Firmenunterlagen hin, wo Sie sitzen, wo Sie reguliert sind. Und wenn ich einzahlen soll, würde ich das per Banküberweisung machen. Also können Sie mir auch ein Konto und eine Kontonummer oder ein Konto zukommen lassen, wo ich das Geld hin überweisen kann. Okay, alles klar. Ja? Dann habe ich das geschrieben. Ja, ja, und Sie haben nur Möglichkeit, mit manueller Überweisung zu machen, ja? Richtig. Alles klar, dann machen wir so. Ich werde per E-Mail schreiben und wir werden weitersprechen, ja? So machen wir das. Okay, alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.